Hallihallo liebe Freunde, dieses Mal läuft tatsächlich die Aufnahme. Es gab wieder den üblichen Doppelklick, der kein Doppelklick ist, aber mein PC ihn als solches erkennt. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil das, was ihr verpasst habt, war im Prinzip nur die komplette Shinra-Ausstellung, die ganzen Zwischensequenzen, bis wir hier mit Hutt vor Domino, dem Bürgermeister von Midgar, stehen. Domino erwartet euch. Und jetzt werden wir mal mit ihm reden. Circa ab hier. Okay, was heißt circa? Ungefähr hier wird es dann noch einmal kurz wichtig. Deswegen kann ich vorher nicht es abschneiden. Was ist denn das hier? Oh, na endlich! Ich hab euch schon erwartet. Ich bin der Bürgermeister von Midgar, dieser wunderschönen Stadt. Gestatten, Domino. Hallo, Domino. Haha, ihr habt euch ja ganz schön ausgetobt. Was? Die ganze Überwachungsbilder. Was glaubt ihr denn, warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt? Wie meinen Sie das? Das will ich dir gerne sagen. Immer dann, wenn die Garde euch entdeckt hat, die Kameras euch im Blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet, habe ich eure Spuren verwischt. Also dankt mir. Ach so, die Splittergruppe weiß es nicht, dass ich mit Avalanche zusammenarbeite? Bitte was? Tja, was ist daran denn so verwunderlich? Stimmt, wir sind euch hier doch nur um. Ich mag mich Bürgermeister nennen, aber was bedeutet das schon? Man hat mich hier im Archiv aufs Abstellgleis gestellt, wie einen nutzlosen Greis. Ist doch völlig normal, dass sich die Wut in mir angestaut hat. Im Angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit. Ja, ich glaube, das ist auch einer der paar Änderungen. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Im Vergleich zum Original. Schaffen Sie uns Zugang zum Labor. Im Remake. Zum Labor, sagst du? Einmal, dass Avalanche ein bisschen größer ist. Ihr hättet es auf den Direktor abgesehen. Wir müssen eine Freundin aus dem Labor befreien. Dem Direktor würden wir natürlich auch gerne eine Abreibung verpassen. Und dass hier Domino eine etwas größere Rolle spielt, als nur Bürgermeister zu sein. Solange ihr Shinra irgendwie eins auswischt, ist mir eigentlich alles recht. Dann? Bis zur 64. Etage kann ich euch bringen. Und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben? Mehr geht leider nicht. Ich bin untröstlich. Trotz Ihres Amtes? Trotz meines Amtes. Obwohl ich der Bürgermeister von Midgar bin, bin ich in Wirklichkeit bloß ein Archivar. Man ruft mich nicht mal zu den Sitzungen. Tag ein, Tag aus. Nichts als Akten. Meine Finger sind schon ganz wund und schwielig vom vielen Blättern. Direktor Shinra ist wahrlich ein grausamer Tyrann. Dieses Leid! Also gut, wir sorgen dafür, dass sie Gerechtigkeit kriegen. Ja? Ganz ruhig. Schön tief durchatmen. Dann zeigt mal eure Schlüsselkarte. Lesegerät? So, jetzt kommt ihr mit der Karte bis zum Erholungsbereich auf der 63. Etage. Und wie geht es dann weiter? Da oben gibt es einen Sympathisanten von mir. Bei ihm bekommt ihr eine Schlüsselkarte für die 64. Etage. Das Losungswort lautet: Ein Hoch auf den Bürgermeister! Ein Hoch auf den Bürgermeister von Midgar! Da können die Leute behaupten, was auch immer sie wollen. Ihr sagt also ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Komplize. Ist alles klar? Ein bisschen verstecktes Spielchen hier. Ihr sagt ein Hoch, und wer auf den Bürgermeister antwortet, ist euer Helfer. Ist das klar? Ja, das ist klar. Da muss man wohl den Helfer finden. Hi, Hutt.
Wenn ich irgendwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Können Sie uns etwas über den Helfer sagen? Könnte ich, aber ich darf es nicht einfach so preisgeben. Man könnte mich wegen Firmenverrats zur Verantwortung ziehen und das würde mich in jedem Fall teuer zu stehen kommen. Sie wollen Geld? Vertrauliche Informationen werden wohl gehütet. Ich setze mich einem großen Risiko aus. Ich meine, wir wissen, wer der Helfer ist. Aber okay. Für 10.000 Gil wäre ich zu reden bereit. Das ist ja wohl Wucher. Ja, irgendwie mal. Die 64. Das ist das, was können nur leitende Angestellte betreten. Haltet nach einem gepflegt aussehenden Mann Ausschau. Mir ist außerdem zu Ohren gekommen, dass die betreffende Person zur Erholung oft in die 63. Etage kommt. Mehr haben Sie nicht zu bieten? Oh, ihr seid unzufrieden? Das tut mir leid. Vielleicht kann ich euch hiermit ja gütig stimmen. Ein Herzensbrecher. Eine kleine Aufmerksamkeit meinerseits. Gar nicht mal schlecht. Passend als Waffe für Barrett. Wenn wir hinschauen. Tada, Herzensbrecher. Einheiten zu einem vernichtenden Schuss. Die ist sehr auf Magie ausgelegt. 5 brauche ich erstmal. Schauen wir mal, was für Slots die Waffe erstmal hat. Kritischer Trefferschaden. Kritische Treffer. Kritische Trefferrate. Man hat mehr Slots. Schaden von Feuerstoß. Okay. Ups. Ups. Dann machen wir doch hier. Normalen Angriff. Ja gut, bei Barrett 5%, das ist schon einiges. Weil ich, dass er so viele Treffer macht. So, dann kritische Trefferrate natürlich. Kritischer Trefferschaden. Dass er schön auch wehtut. Bei niedrigen TP. So. Erstmal so. So, dann können wir hier einfach auf Offensiv stellen. Materie übernehmen und da haben wir jetzt noch ein Slot frei. Barrett. Da packen wir auch wieder einen Statuswert drauf. Weil wir das tatsächlich gebrauchen könnten. Ich habe tatsächlich nur Magiebooster. Das ist eigentlich nicht wirklich der Magier. Ist zwar ein bisschen blöd, aber nehmen wir einfach mal Glück mit. Der Bürgermeister war also unser Verbündeter. Das hätte die Hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können, finde ich. Da hat Barrett einen Punkt, aber gut. Ja, der explodiert vor Wut, das stimmt. 63. Etage. Erholungsbereich. So, dann erzähl mir mal von eurem verheißenen Land. Rojo. Typ, den ich und zwar schnell, denn ich bin ein vielbeschäftigter Mann und habe nicht ewig Zeit. Wir müssen diese habgierigen Raffzähne ruhig stellen, damit ich mich endlich wieder auf meine Forschung konzentrieren kann. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Du bist deiner Mutter sehr ähnlich geworden. Ja, es war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Sie hätte einfach was sagen sollen. Ich hätte mit mir reden lassen, doch sie musste ja unbedingt fliehen. Was für eine Verschwendung. Wo sie doch die letzte von reinem Blut war.
Sein Wesen an sich? Richtig. Du möchtest bestimmt deine Mutter treffen. Das kannst du gerne. Allerdings nur unter dem Mikroskop. Du hast doch wohl nicht etwa gedacht, ich würde ein so wichtiges Versuchsobjekt verkümmern lassen. Schau dir das mal an. Ich habe deine Mutter natürlich äußerst eingehend untersucht. Ja, ihre Haut, die Organe, bis auf die klitzekleinsten Knöchelein. Wie faszinierend das alte Volk doch ist, du. Sei stolz darauf. Ilfana war wunderschön bis auf die letzte Zelle. Ganz genau so hat deine Mutter mich auch immer angeschaut. Ein Lächeln. Hoppla, es ist ja schon Zeit für mein Meeting. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber normalerweise lächeln die Menschen ja, sag mal, mit den Spitzen ihrer Lippen. Also, willkommen in der 63. Etage. Halt. Eine Oase bei dem ist es irgendwie ein bisschen davor. Ist schon ziemlich spät. So, die Spitzen immer so nach unten hängen. Das sieht einfach so eklig aus. Geschieht Ihnen ganz recht. Seid wachsam. Der Helfer muss hier irgendwo sein. Alles klar. Das überhaupt nicht. Dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken. Aber wir wissen ja, zu wem wir hin müssen. Geschäftiges Treiben. Das wird der Erholungsfilm. Was ist mit der Verbreitung von. Irgendwie ist das fast etwas beruhigend. Angeblich stauen sich die Anfragen. Dass so viele Leute dort arbeiten. Suchen wir den Helfer. Wachen scheinen hier keine zu sein. Also macht euch locker. Helferlein, wo magst du sein? Wir werden es wohl einfach auf gut Glück versuchen müssen. Denkt an die Losung. Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Alles klar. So, was ist das? Das ist der hier. Ein Kampfsimulator. Der wird zu Trainingszwecken eingesetzt. Eine blutige Nase lernt mehr, wenn du mich fragst. Kampfsimulator im Erholungsbereich immer noch. Was wollen Sie hier? Ein Hoch. Auf den Bürgermeister. Ich bin über alles im Bilde. Ihr wollt drauf? Ja, genau. Bevor ich euch die Schlüsselkarte gebe, müsst ihr mir erstmal eure Fähigkeiten beweisen. Wie? Wenn man euch schnappt, wird das Konsequenzen für uns haben. Hm. Ist doch wohl logisch, oder? Also werdet ihr das hier versuchen. Und ich warne euch, es ist nicht gerade leicht. Bewährt euch und die Schlüsselkarte ist euer. Ja, aber... Hier hinten möchte ich mich kurz noch ausruhen. Ich meine, die Manuskripte, die es hier theoretisch noch gibt, die lasse ich auch mal beiseite liegen. Hm. Wir wollen hier rein. Combat Simulator. Dreierteam ist es doof in den Allstars. Gegenstände dürfen nicht verwendet werden. Wahrscheinlich, weil es noch Story basiert ist. Dürfen wir hier nur normal auswählen. Fertigkeit und Unterstellung. Gegenstände kann man hier generell nicht. Vergas auf. Selber. Bewegt er sich nicht? Okay.
Klingenstrahl. Das wäre sehr schön getroffen. Fertigkeiten, Konterstellung, sehr. Barrett, Fertigkeiten, Jogschuss, sehr OP. Maximale Wut wäre besser gewesen, hä? Ah, wir werden hier auch vollständig gehalten. Okay. Autsch. Schmetschst du, Sera. Ups. Fertigkeiten. Konterstellung. Ach, wird sie nicht nach vorne bewegt. Barrett. Warte, den Angriff erstmal auf. Barrett, Fertigkeiten. Abomikationsschuss, oder wie der heißt. Oh, das war's schon. Nicht ganz. Jetzt wird aber. Man merkt, dass wir einige Level aufgestiegen sind. Oh. Nichts hält uns auf. Zumindest ich nicht. Keine. Oh, scheinbar. Ich dachte, es gäbe noch ein paar Runden. Wir bekommen Items, die wir nicht verwenden können. Toll. Wirklich toll. Aber gut. Ihr schafft das schon. Keine Sorge. Hiermit erreicht ihr die Besprechungszimmer auf der 64. Etage. Auch mit dem Fahrstuhl. Darf ich fragen, was ihr da wollt? Wir wollen eine Freundin befreien. Shinra hält sie in der Forschungsabteilung fest. Oh. Im Labor von Professor Hojo? Das wird nicht leicht. Da kommt man nur mit einer besonderen Zugangsberechtigung rein. Uns fällt schon was ein. Wo finden wir Hojo? Die Vorstände haben bald ein Meeting. Hojo, der Direktor und die anderen Abteilungsleiter treffen sich im großen Konferenzzimmer. Dann nichts wie hinder. Wir nehmen den Direktor als Geisel, dann tanzen sie nach unserer Pfeife. Na, ob das so einfach gehen wird? Dann hättet ihr die ganze Garde am Hals. Wir spionieren sie erstmal aus. Ihr wollt sie belauschen? Dann geht zur Herrentoilette. Dort gelangt ihr in einen Lüftungsschacht, der im Konferenzzimmer vorbeiführt. Verstanden. Und dort können wir die dann belauschen. So, hier haben wir Chatley. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Und hier können wir dann die VR-Missionen durchführen. Wir müssen allerdings noch einen Kampfbericht abschließen. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Und das kann ich euch hier in dem Part noch zeigen. Bevor ich das dann offscreen farme, wir werden dafür. Was war das mit den Insekten? Das müsste. Ich habe hier die Aerith-Prüfung, aber ich kann ihn nicht verwenden. Ich müsste. Der fliegende Zirkus müsste es sein. Im
mach's hier einmal kurz normal. Dann nimm mal Barrett mit. Ist jetzt tatsächlich nicht so wichtig, wen wir hier mitnehmen. Wichtig ist dieser Kampf hier. Wir müssen hier im Prinzip alle Käfer fertig machen. So, der bringt uns 48 FP. Und das, was wir jetzt halt im Prinzip machen müssen, ist hier aufgeben sagen. Weil da werden uns die FP gut geschrieben. Erfahrungs- und Fehlpunkte bleiben erhalten. Ich meine, dafür sorgt zwar hier, dass wir eine höhere Erfahrungsstufe erreichen können, aber ihr habt gesehen, wir bekommen hier 48 Punkte. Und das bedeutet für uns, für die Materie, die wir haben möchten, wiederbeleben. Wir bekommen um die 100 Punkte pro Versuch. Deswegen heißt es für mich jetzt, das hier noch 25 Mal zu machen. Ihr habt gesehen, wie schnell es geht. Nebenbei leveln wir auch noch die ganzen anderen Materias mit. Ich werde da jetzt halt, eigentlich kann ich das jetzt halt noch machen. Hier hinten gibt es ja noch einen Shop. Zum Training hier für die entscheidende Schlacht? Im Prinzip ja. Das ist, das war ein Musikautomat. Hier ist der Shop. Oh, guten Abend. Was darf es sein? Materia. Mal werde ich hier sowas wie heilen. Barriere vielleicht noch. TP-Boost, MP-Boost noch einmal. Barriere einmal noch. Die Zerstörung und Versiegelung brauche ich nicht unbedingt. Das Hass hat man direkt schon, also brauche ich auch nicht wirklich. Vielleicht noch Glut, dass wir das ein drittes Mal haben. Ich werde, wie gesagt, die Materie hier ein bisschen leveln. Ob ich nochmal wiederbeleben mache? Keine Ahnung, ich glaube zweimal reicht. Aber ja, das werde ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen offscreen machen, weil das dann doch recht schnell geht und sehr eintönig für ein Let's Play wird, deswegen gehen wir hier hin. Ich werde es dann hauptsächlich mit Cloud und Barrett, denke ich mal, machen. So, Blocke braucht man nicht. Packen wir Vita neu. Barriere hat Barrett einmal schon. Machen wir es ein zweites Mal mit Cloud. Diese Heilung kann ich wegpacken. Verwenden wir dafür Glut, ATB-Schock, EP-Boost, na. Ist ein Arif ausgerüstet. So, dann Widerstand, ja. Was nehmen wir hier noch? Das ist auch ein bisschen Wirkung zeigt. Nehmen wir mal Frost mit. Das Blöde ist halt, ich kann hier nur zwei mitnehmen. Das schränkt es natürlich ein bisschen ein. Das von 0.
dass ihr schön sehen könnt, wie viel ich da tatsächlich mitgepackt habe. Also wir fangen mit 0 von 500 an und werden da wahrscheinlich schnell hochkommen. Von daher werden wir uns wieder sehen, wenn ich hier fertig bin. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und auf Wiedersehen. Bye bye.